Achtung! Ah, ich habe gedacht, reicht. Hab ich jetzt nicht. Also die zweite Bahn, die ist jetzt aber echt fies für mich, gell? Ja. Ja. So, ganz herzlich willkommen zurück, direkt im Anschluss an die letzte Folge. Die Beef Brothers in Elm Creek, LS22, mit dabei, der Phil. Hallo, Rieb. Servus. Und Le Junior ist auch an Bord. Der Pommesfahrer. Du bist der Pommesfahrer. Der Phil, der Pommesfahrer, ja. Entschuldigung, was ich jetzt gerade... Wusste nicht, dass... Pommesfahrer. So, ich bin hier am Grubbern. Junior ist noch am Walzen wahrscheinlich. Nee, nicht mehr. Bin gut, dann kannst du Ladewagen schnappen. Ha! Ha! Zeittechnisch könnte es vielleicht doch knapp reichen, wenn man nochmal eine Nachtschicht einlegt. Doch noch hier Raps aufzuknütteln. Wir kriegen soll halt. Man, das soll man nicht. Wir kriegen halt. Ja, wenn wir Dinge raushauen. Bei Schweizen oder sowas, dann könnte man halt echt überlegen, dass man schnellstmöglich die Produktion halt die Getreidemühle in Angriff nimmt. Jetzt haben wir ja noch jetzt sau wenig eigentlich, so gesehen. Ja. Also dass wir morgen mal Gerste oder heute schon Gerste sehen. Ich würde es fast sagen. Heute Gerste. Ganz kurz, wie sieht's aus? Sorry Phil, ja. Nein, sorry. Junior, Sämaschine, Gerste auf dieses Feld. Du musst aber erst noch Saat und Dünger auffüllen, sonst reicht's nicht. Auf was für ein Feld? Pombofeld, Gerste. Gerste, mhm. Jo. Jetzt Phil, sorry. Nee, ja, ich wollte nur fragen, ob ihr schon weiter eingesammelt habt, aber habt ihr nicht, deswegen. Alles gut. Nein, ich sammle jetzt weiter ein. Kartoffelernte war gerade bei 20%. Jo. Okay, weiter geht's. Mir fällt gerade wieder ein, was wir vergessen haben, aber es ist jetzt egal. Der Hubbel. Nee, was anderes. Mhm. Ah ja, stimmt. Oh nein. Unbedingt dran denken, bitte nachher. Ja. Die Sämaschine. Die steht an der Halle. Quer ja. Vor der Garage. Ja. Ah ja, ah ja. Mal wieder mitten reingestellt, gell? Ja, mitten es rein. Muss schnell gehen. Und du machst jetzt bitte auch zackig. Wir haben 10 vor 5. Ja. Scheiße. Wir müssen da auch noch drüber walzen. Die Walze brauchst du auch nicht großartig einparken. Ne, das hab ich auch nicht. Schaffst du zeitlich nicht oder schaffst du könnerlich nicht? Könnerlich. Talent. Oh, was ist denn hier los? Ah, ich muss noch auffüllen. Was ja, aber gesagt. Raps. Ja, stimmt. Ganz kurz, die nächsten Fuhren Heu, weil können wir gleich in die Kuhstelle reinhauen, oder dann? Gleich in die Kuhstelle. Ja, okay. So, jetzt gerade nämlich noch ein. Naja, egal. Kommt genug raus. Ja, ist egal. Man könnte es ja auch nachher aus dem Heulager rüberbringen. Ja, ja, aber es kommt ja genug raus, deswegen. Aber ich fange jetzt hier vorne an und nicht mal da hinten. Das nervt mich immer, das ist rum die Kurve. Ich komme. Also grundsätzlich merken, immer auf der Seite zum Hof hin bitte anfangen. Egal was es ist. Junior. Hm? Fang am besten oben mit einer Querbahn an.
Du hast schon Oben. wieder scheiß Bäume, ja. Ah ja, ich verstehe. Bei den Bäumen, da ist schon echt Problem im Wenden. Da kommt er übers Feld geknüppelt. Der Knüppler. Der Junior, der Knüppler. Ich check noch mal kurz Kartoffel. Oh Scheiße, ich jetzt. Bin 70 und der fährt jetzt hoch. Okay, na, knapp, aber geht nicht anders. Oh, jetzt muss ich dran denken, dass ich meinen Gruber hebe, wenn ich oben wende. Ja, das wäre vielleicht schlau. Warum? Das wäre, weil der Junior jetzt oben schon angesät hat, schon Gruber ich selber weg. Boah, das wäre hart. Wenn du es Wale, hade, dude, mit dem da. GPS machst, dann kannst du ein bisschen GPS einstellen, dann wandert dich wenigstens vorher die paar Meter. Ja, das macht er schon. Ja, okay. Achtung! Ah, ich hab gedacht, reicht. Hab ich jetzt nicht. Also die zweite Bahn war, die ist jetzt aber echt fies für mich, gell? Ja. Ja. Also, ja, muss ich langsamer. Also, bitte dran denken, zwei Sachen. Auch beim Mähen Vorgewende. Ja gut, das haben wir mit dem Helfer machen lassen, Phil. Ja, Da haben wir keine wir müssen, Zeit. ja, aber wir müssen das ein bisschen hinkriegen, weil da oben hinfahren ist immer beschissen. Phil? Ja. Neuer Job für dich. Hm. Ladewagen stehen lassen, Walze holen. Hier gleich kommen, um zu walzen. Wir sind gekommen, um zu walzen. Wir gehen nicht mehr weg. Weil sie walzt. Okay, ich tank nur noch gerade den ab, dann lasse ich ihn stehen. Ja. Ja gut, du könntest vielleicht noch eine Ladung Ding holen. Ja, ich muss mich jetzt noch um den Kartoffler oben Ding kümmern. Schon steht der. Ja, dann kümmere dich um den Kartoffler. Und dann kommt mit der Walze schon, schauen wir hier ein Problem. Zeittechnisch. Ja, die Walze ist ja doch deutlich breiter als die Sämaschine, ne? Und daher bist du ja schneller als der Junior. Thank you.
Heißt das Ding Multiproduktionsfabrik unser Ding? Ja, gell? Ja. Ob ich jetzt nämlich gerade mal was liefern. Multiproduktions. Vergiss aber bitte das Walzen nicht. Nein, ich habe jetzt gerade einen Helfer losgeschickt, weißt du, dass der ablädt und wieder hier hochfährt. Da komme ich nämlich jetzt. Wo ist die Walze noch in der Halle? Nee, am Waschplatz. Okay. Wir haben richtig zu tun, richtig zu tun, ja. Richtig stressig. Gott, hey, wenn wir mal wieder so einen Werkstatttag einlegen, du, das wäre auch ein Spaß, ey. Das gibt es dann im Winter. Naja, natürlich, aber. Wenn der mal kommt. Wenn der mal kommt, ja. Gibt's so, wo seid ihr jetzt dran? Bombofeld. Alles klar. Junior Sät. Auf der Hofseite hat er angefangen. Du kannst oben einmal Vorgewende, würde ich dir empfehlen. Und dann Hofseite loslegen. Jo, okay. Und denk dran, du bist 10 Meter breiter wie der Junior, also musst du mal ab und zu Vorsprung lassen. Aber was gewalzt ist, ist gewalzt. So, als nächstes steht dann Rest Heu reinbringen an und dann Feld 68 tiefen lockern. Da sind wir eine Weile dran. Dann können wir Silage umladen in die Kuhstelle. Machen wir den großen Silagebunker leer. Oder der Gras-Silagebunker leer. Erst BGA voll, dann der Silagebunker leer in die Kuhstelle, damit der wieder frei wird. Wobei nächstes Jahr machen wir ja eh kein Mais, ne? Also. Oder sollen wir dann nochmal Mais anpflanzen? Ja, das ist die Frage, weil ob wir dann halt einfach sagen. Dann haben wir zwei volle Silagebunker. Ja. Wenn einer leer ist, dann pflanzen wir wieder Mais an. Das ist eine Scheiße. Für eine Höhe, du? 1 Meter? So. Ach, GPS ist halt doch schon einiges wert, gell? Ja. Ich hab's jetzt auch gerade hier eingestellt für die Walze und zack und fertig. Es geht halt echt. Unkraut wachsend, gell? Haben wir dann noch. Das ist klar. Ja, da spritzen wir dann die Tage mal drüber. Genau. Uiuiui, was macht denn die Walze eigentlich? 12 km/h. Ich fahre nur 9.
Mit welchem? Black Beauty. Mit Blacky. Aber der hat eigentlich mehr als genug PS. Der hat 415 und die Walze braucht 350. Ja, na gut, jetzt fährt er 11. Ich glaube, vielleicht war es halt irgendwie das Berg, der da geht's ja leicht hoch. Wenn du willst, kannst du gerne der MT haben. Oder ich Walze, ist mir wurscht. Nee, passt schon. Alles MT. Stimmt, ich bin auch langsamer. Eigentlich war ich 23, bin jetzt 18. Was? 23? Ja. Was? Krass. Echt? Ja, also Wochen bin ich 23 gefahren. Nee, die schafft eigentlich nur 18. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein. Aber Wochen bin ich 23 gefahren. Wann stimmt da irgendwas nicht, ne? Hä? Also oben bei den Bäumen bist du durch, ja, kann ich fahren. Ja, einmal kann schon quer. Ja. Achtung, Gilda, da kommt KI. Ja. Also Phil, MT tausch oder nicht? Hey, komm, das geht jetzt schon mit dem. Passt. Oder was würde der jetzt machen? Ja, schlafen. So. Komm, ich bringe ihn dir jetzt. Ja, dann bringe ihn, ja. Oh, Entladestation ist voll. Ich kümmere mich gleich. Statt Kartoffelfritti. Ja. Ich muss Saatgut nachliefern holen, was auch immer. Hallo, bist du? Ganz oben in der Ecke. Ah, komm. Ich tausche es selber, ich guck nach dem Kartoffelfuzzi. Jo. Ist doch halt voll. Ne, die Produktionsstätte ist voll, gell? Nein. Ah. Nicht mal zur Hälfte. Okay. Na gut, er hat es halt gemeldet, keine Ahnung. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab die Meldung auch gesehen. Oh nein. Wir brauchen Saatgut. Irgendeiner muss Saatgut kaufen. Huck. Der Blackie schicke ich zu dir ins Ding. Ah, nee, ich nehme der Blackie. Ah, okay. Der ist schneller. Beziehungsweise ja, schicken her, ich übernehme dann. Ja. Auf der Hof oder wo willst du? Ja. Zack. Ja, ist los. Doppelfuzzi war voll. Fett? Ah ne, der ist ja. Hast du gar kein Saatgut mehr, Junior? Doch, 491 Liter. Okay, ich beeil mich. Ja, danke. Wäre es möglich, dass du mal dann mit dem ÖLB kommst und mir das einlädst? Ja, ich muss jetzt schnell hier das Kartoffelfeld fertig ernten, weil die Kartoffeln verdorren sonst, oder verfaulen. Ja, mach das. Ich komm ASAP. Ah, so. Autodrive-Menü auf GPS. On.
gut, Kartoffeln sind geerntet. Wo ist der Blackie? Oben am Feld, nee, unterwegs. Ach, fuck, der hängt am Gruber fest, ja. Der steht auf der Straße. Oh, hä? Ja, den habe ich abgestellt wegen dem MT. Ach so. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal stehen. Ich hole das erste Saatgut, dass der Junior fertig machen kann. Dünger hast du noch drin, oder was? Dünger habe ich noch mal knapp 90%. Ja. Okay. Da ist wieder ein scheiß Marienkäfer. Kriegst du diesmal nicht. Gar nicht, dass es im Spiel Marienkäfer gibt. haben wir nicht einen Strautmann? Da steht er. Doch, mit Vollspeed bin ich unterwegs. Hat einer Zeit, während ihr GPS fahrt, mir Ding hinzustellen? Ja. Saatgut, Big Packs. Mache ich dir gleich. Danke. Wie viel soll man kaufen? Muss man auch Geld machen, ja. Aber... Machen wir 4000 Liter reiche. Steht. Was zur Hölle macht das John Deere da? Oh je, da oben steht. Ach, scheiße. Da stehen auch noch Kartoffeln auf dem Feld, aber die lasse ich jetzt einfach scheiß drauf. Das ist nicht viel. Ja, er hat unten Streifen gelassen und oben ein Stück an der einen Seite gelassen. Aber deswegen meine ich, da müssen wir ein anderes Feld nehmen. Das ist nichts. Ja, ganz freies Feld, das ich halt eh nicht finde, aber ja. Ja doch, so das 73er unten rechts zum Beispiel, das hat unten frei und oben frei. Weißt du, da kann er drehen. Ja. Kenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, wir können es ja nachher mal zusammen angucken. Und dann... Pulle, Pulle! Ich bin jetzt gleich beim Händler. Okay, ja, nee, das passt, das reicht nicht mehr. Ich hab 30 Liter. Ne, das reicht nicht. Ach. Bleib lieber da oben stehen jetzt, Junior, wenn es nicht mehr reicht, so oder so. Okay. Weißt du, musst noch einladen können und alles. Musst eh wieder neu ansetzen. Mach schon mal die Abdeckung auf, ich bin unterwegs. Die ist offen. Ah, ich bin noch nicht da. Aber gleich. 63 Baller hier oder die Er steht oben bei den Bäumen, gell? Ich hab's gesehen, ja. Okay. Ich hab's solche Dinge gesehen. SC51 auf die Schnauze. Super. Verkacken sie sich ja alles. Na gut. Gegen Dortmund, ganz Dortmund. Ehrlich. Am Vorkommen. Wahrscheinlich hat Haaland schon wieder drei Hütten gemacht oder so. Weiß nicht. Ah, Kurve nehmen. Oh, jetzt, muss ich eigentlich jetzt wissen auch die Leute, wann wir die Folge aufgenommen haben. Geradeaus, einfach geradeaus. Achim. Ja, genau. Wer es in die Kommentare schreibt, wann wir die Folge aufgenommen haben, genau. Der darf sich freuen. Ja. Boah, Straßenlampe. Ha. Mit meinen meisterhaften Reaktionen habe ich es geschafft.
einfach geradeaus und dann suchen beim Kombofeld. Ja, ich sehe dich schon auf der Karte. Das 58er ist komplett durch, gell? Rechts. Jungs. Was? 58er? Ja, das ist oben. Fertig. Das ist fertig. Echt? Das ist fertig. Auch schon eingesät. Ja. Was machen wir jetzt mit dem. Was haben wir jetzt hier drauf? Hast du überladen schon, Julia? Ja, nee, sehe ich nicht. Und jetzt? Ja, jetzt. Halt! Ah. Nur nicht voll. Eins reicht. Nee. Eins reicht nicht. Sorry, was will? Was machen wir jetzt hier drauf? Gerste. Gerste, okay. Oben haben wir jetzt Raps. Auf dem 58er ist Raps. Bahn noch, also 2,5. Will gibt Gas. Ja, ich bin direkt hinter ihm, also. Okay. Wenn da liegt es jetzt gleich an ihm. Außer ich walz über ihn drüber. Das will ich sehen. Das wäre vielleicht mal was. So ein Drecker in den Boden gedrückt. Ist auch eine Düngerstufe. Auf jeden Fall gibt es eine Ölstufe und Dieselstufe, genau. Wahrscheinlich eine Flugkatastrophenstufe. Ja. Und Strafenstufe. Es gibt bestimmt Strafe. Meinst du? Bestimmt. Und dann wächst da ein Traktorbaum. Ein Traktorbaum. Fendbusch. So, ich habe tatsächlich noch alle Kartoffeln jetzt geerntet. Gut. Da ist jetzt so ein Streifen von 1,5 Metern. Den lasse ich einfach. Nee, säen bitte auch. Säen auch. Okay. Die Sämaschine sät nur, wo sie säen kann. Sonst verbraucht sie nichts. Ah, okay, ja dann. Toll, jetzt sind noch 91 Liter in der Erntemaschine von der Kartoffelding. Und der andere ist leer. Wie der andere ist leer? Was? Der andere ist voll, sorry. Ach so, ah. Leer am Platz. Ja gut, da muss er eh zurückfahren. Dann kannst du auch gleich dort verladen. Ja, ich habe es gedacht, ich krieg alles rein. Ja, aber 91 Liter. Ja. Das ist typisch. Blöd. Typisch für uns. Ja. Da war Tempomat 9 eingestellt, deshalb ist der so langsam gefahren. Wer? Der John Deere. Ach so, ja, vom Ablade vorhin. Mann, Mann, Mann. Du hast jetzt noch einen Streifen, gell? Ja. Dann warte ich jetzt gerade noch, weil dann kann ich durchfahren. Okay. Nee, mach, es ist gleich rum. Ja, ich seh's. Mach, was gewalzt ist, ist gewalzt. Ja, das lohnt sich nicht loszufahren, der kommt gerade hoch. Er ist 20, 30 Meter vor mir. So,
Achso, ihr fahrt entgegengesetzt, richtig? Ja, ja, jetzt stoßen wir halt aneinander. Gib Gas, Junior, gib Gas, komm, zangi, zangi, ich muss in 20 Minuten da unten sein. Das schaffst du. Natürlich. So, weg, 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 weg. Super. Hätten wir es mit dem Raps doch noch geschafft. Das war aua. Ach, die Kartoffeln müssen wir jetzt übrigens auch tiefengrubern. Tiefenlockern. Ja, aber dann überlegen wir jetzt erstmal, ob man nicht das Feld da oben aufgibt oder ob man das, oder was wir machen. Bevor wir jetzt. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir alle Jobs geschafft. Ah ne, der Finn ist noch am Walzen. Ja, der hat schon ein paar Meter jetzt noch. Aber das reicht genau. Dann beenden wir die Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen da lassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Danke euch. Und tschüssi. Und ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald.